Ja, hallo und willkommen hier bei Eggies Enduro Wander Videos. Und heute mal eine andere Perspektive. Ich bin jetzt gerade unterwegs von einem Kumpel nach Hause und der hat Corona. Deswegen habe ich jetzt noch ein paar Corona-Tests vorbeigebracht und ein bisschen was zu trinken, weil seine Freundin und er, die haben beide Corona. Und ja, denen gehen langsam die Getränke aus. Also bringe ich halt was vorbei. Das ist ja kein Problem. Ja, ich werde jetzt nicht so häufig auf die Kamera gucken können, weil ich ja, wie man auch unschwer sieht, ich erfahre. Und ich natürlich, ich habe ganz viele Gewitterfliegen am Körper, das ist voll eklig. Und weil ich natürlich dann auf Verkehr achten muss. Also ich denke mal, das ist ganz klar. Gut. Ja, ich habe zwei Themen heute. Das eine Thema ist eigentlich eher völlig belanglos, aber ich würde es dann trotzdem sagen, ne? Ich habe heute eine ganz andere Frisur. Und ja, der Grund ist einfach. Ach, Opa, bitte geh rüber. Der Grund ist einfach, es ist brutal warm. Also, jetzt hier im Norden ist es wahrscheinlich nicht so warm wie anderswo in Deutschland. Wir haben jetzt mal gucken: 29 Grad, also für uns 30. Und ja, das ist, wie gesagt, ist nicht meine Temperatur. Ich mag es aber einfach nicht. Ja, und das habe ich mir mal gedacht, machst du mal eine andere Frisur vorne an den Seiten und hinten mal 1 mm und oben 3 mm. Das an den Seiten war völlig in Ordnung, oben war scheiße. Meine Frau war nicht wirklich begeistert, aber gut, okay. Ich habe mir schon gedacht und ich muss ehrlich gestehen, ich fand es auch nicht so schön. Aber gut, es ist ja sehr, sehr pflegeleicht, man kann es sehr schnell waschen. Überraschung, ich brauche meine Haarbürste nicht. Oh Mann, sieht ein bisschen krank aus. Also es steht mir einfach nicht, weil ich durch meine Brille sehr, sehr große Augen habe. Ne? Hier, ja. Und von daher ist es ein bisschen unglücklich geworden. Aber gut, ist nicht weiter tragisch. Jetzt gucke ich mal aufs Navi, wo ich abbiegen muss. Aber mein Kumpel, den besuche ich so selten, der wohnt in einer ganz anderen Ecke in Schleswig-Holstein. Ist jetzt nicht so weit weg, aber trotzdem, die Strecke ist sehr, sehr verwinkelt. Und deswegen fahre ich immer noch mit Navi. Die Hälfte der Strecke kenne ich schon. Ah, so. Und schöne, kleine, enge Alleen mit vielen Bäumen. Das ist wunderschön. Ich liebe das. Na, echt klasse. Ja, jetzt zum Hauptthema. Endlich mal. Ne? Deswegen auch die Überschrift von diesem Video. Der verflixte Führerschein. Also, um den vorwegzunehmen. Nein, ich wurde nicht geblitzt. Ich verliere meinen verflixten Führerschein nicht. Darum geht's nicht. Ich fahre auch sehr langsam, weil ja, Überraschung, die Spritpreise so hoch sind. Und ja, es geht einfach darum, ich habe ein Auto, das ist ja nicht klein. Klar, der Ford Ranger Raptor, der ist 5,38 Meter lang, ist 1,87 Meter hoch, ohne Antenne und ist mit Spiegel 2,18 Meter breit. Also, das ist ein echtes Schlachtschiff. So, dementsprechend ist das Auto natürlich auch schwer. Der hat ein Leergewicht von knapp 2,6 Tonnen und der hat eine zulässige Gesamtmasse, das Wort müsst ihr euch merken, eine zulässige Gesamtmasse von 3,15 Tonnen. Ich bin 52. Das heißt, theoretisch hätte ich relativ schnell meinen Autoführerschein gemacht mit 18. Hätte ich jetzt den Klasse 3 Führerschein, mit dem ich ein Fahrzeug mit einer Gesamtmasse von 7,5 Tonnen fahren darf. Den Führerschein habe ich nicht. Ich habe den Klasse B Führerschein. So, was bedeutet B Führerschein? Ich darf ein Fahrzeug fahren mit einer zulässigen Gesamtmasse von 3,5 Tonnen. Gut, mein Pickup Truck, das ist ein Truck, den darf ich fahren. Und es spielt übrigens auch führerscheinmäßig keine Rolle, ob ein Fahrzeug mit LKW-Zulassung auch unter 3,5 Tonnen wiegt, führerscheinmäßig, ich darf ihn fahren. Ne? Es geht wirklich nur rein um die Tonnage und deswegen darf ich mit einem Pkw-Führerschein
diesen als AKW zugelassenen Pickup Truck. Pickup Trucks haben übrigens wieder eine Sonderzulassung und eine spezielle Zulassung. Darf ich den fahren? Also mit einem Führerschein, Klasse 3, beziehungsweise Klasse B, darf ich ihn fahren. So. Gut, das war zum einen. Die Problematik ist jetzt aber, ich habe ja, also ein Pickup ist ja auch sehr gut für, Sekunde mal, ah ja gut, okay, geht. Hier sind Baufahrzeuge auf der Strecke. Ich werde gleich die Kamera sehen, genau, da. Vollsplit! Juhu! Also, der B-Führerschein ist ja bis 3,5 Tonnen. Und dieses Fahrzeug darf ja auch einen Hänger ziehen. So. Ich darf mit diesem Fahrzeug bis maximal 2,5 Tonnen ziehen. Der normale Ford Ranger bis 3,5 Tonnen. Brauche ich eigentlich nicht, ne? Oder brauche ich nicht? Was eigentlich? Ich brauche es nicht. Und ja, das Blöde ist aber, ich habe einen Führerschein bis 3,5 Tonnen. 3,15 Tonnen wiegt er schon. So, rechne. 350 Kilogramm darf ich jetzt noch ziehen. Und das Problem ist, solche Anhänger gibt es nicht. Vielleicht für ein Fahrrad. Blödsinn. Das heißt, die kleinsten Wohnanhänger, die kann ich auch nicht ziehen. Das ist blöd. Und entweder kann ich jetzt den BE-Führerschein machen. Der BE ist im Prinzip wie der alte Dreier, ne, bis 7,5. Bin ich der Meinung, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube ja. Aber da brauche ich wieder einen komplett neuen Führerschein. Ich muss zum Theorieunterricht. Ich muss im Praxisunterricht. Ich muss die Theorie- und Praxisprüfung machen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, da habe ich gar keinen Bock drauf. So, jetzt gibt es einen Trick. Es gibt tatsächlich einen Zwischenführerschein. Der nennt sich B96. Was ist der B96-Führerschein? Dieser Führerschein erlaubt ein Gespann mit einer, Achtung, zulässigen Gesamtmasse von 4,25 Tonnen zu ziehen. Rechne. Also 750 Kilo mehr. So, 3,15 Tonnen plus 1,1, habe ich jetzt richtig gerechnet? 4,25, ja. Also darf ich Anhänger ziehen mit einer zulässigen Gesamtmasse von 1,1 Tonnen. Okay. Ist zwar nicht dolle, aber besser als nichts. So, jetzt kommt da wieder so eine fiese Kurve, die Kurve hier. Yay. Und das heißt, ein Motorradanhänger, den darf ich schon mal ziehen. Mit zwei Motorrädern drauf. Ich darf dann auch einen kleinen Wohnanhänger ziehen, die bis maximal eine Tonne gehen. So, und hier ist jetzt der Vorteil bei diesem Führerschein. Ich habe mal nachgefragt. So, kommt der Verkehr. Nope. Und hier habe ich mal nachgefragt, was er kostet, wie es funktioniert. Also, man macht. Jetzt muss ich noch mal kurz überlegen. Ich glaube, man macht da 2 bis 4 Theoriestunden und dann 4 bis 6 Praxisstunden. Und dann, wenn der Fahrlehrer meint, also Praxisstunde natürlich, ich fahre ein Auto mit einem Anhänger, ganz klar. Und wenn dann der Fahrlehrer meint, ja, das kann ich, das schaffe ich, dann kriege ich eine Bescheinigung zur Befähigung des B96-Führerscheins. Dann gehe ich zur Führerscheinstelle und wechsle einfach mal Führerschein. Oh, okay, das war ja einfach. Einfach insofern, ich habe keine Theorieprüfung, ich habe keine Praxisprüfung, sondern ich mache halt nur diese paar Stunden und dann war es das. Wie teuer ist der? Der kostet ungefähr 590 Euro, je nach Fahrschule natürlich. Und so ist es natürlich eine Möglichkeit, für mich oder für jemand, der einen B-Führerschein hat. Ich habe meinen übrigens erst mit 34 Jahren gemacht, aber den Motorradführerschein mit 17. Und da gibt es für Leute wie für mich die Möglichkeit, mit meinem großen Pickup-Truck doch noch einen relativ übersichtlichen kleinen Anhänger zu ziehen, was ich völlig in Ordnung finde. Jetzt die ultimative Frage. Will ich diesen Führerschein machen? Ich muss ehrlich gestehen, ich habe überlegt. Ich habe wirklich überlegt, diesen Führerschein zu machen. Und
ich habe dann auch überlegt, mir dann auch entsprechenden Wohnanhänger zu kaufen. Und da habe ich mir dann auch überlegt, jo, was aber Verfolgekosten oder Verfolgeaufwände kommen dazu? Also ich müsste erstmal Wohnanhänger kaufen. Es gibt auch welche für 600, 700 €, aber ganz im Ernst, das sind, oh, diese Fliegen. Das sind aber ganz im Ernst, das sind totale Höhlen. Also da muss ich sehr viel Arbeit reinstecken, habe ich überhaupt keine Lust zu. No. So, also muss ich natürlich mehr Geld ausgeben. Okay. Ja, dann habe ich da weitergeguckt und tatsächlich wird es erst interessant bei ungefähr ab 5.000 €. Okay, ist schon ordentlich Holz. Bei weitem nicht so viel Geld wie mein Auto jetzt. Aber ich habe auch noch ein paar kleine andere Verpflichtungen. Ich könnte mir das kaufen. Also das Geld hätte ich auch jetzt übrig. Aber jetzt ist wieder diese Geschichte. Preis- und Nutzungsverhalten. Wie oft benutze ich den denn? Ne? Wohl nicht so oft. Ich brauche für das Ding einen Stellplatz. Kostet mich im Monat Geld. Das kann ich ja nicht Straße anstellen, ist verboten. Und mir weg. Ist ein Stellplatz, kostet irgendwie zwischen 45 und 60 €. Boah. Ich muss dann auch noch das an meinem Pickup anmachen. Dran machen den Anhänger, ankoppeln. Und, Überraschung, er verbraucht, ups, da ist die Kamera. Er verbraucht mehr Sprit. Also, wenn ich jetzt ganz normal fahre, auf Landstraße, habe ich so einen guten Verbrauch von ungefähr 8,5 Liter. Auf der Autobahn ungefähr auch so, wenn ich mit 100 fahre, 8,5. Stop and Go, Stadt, klar, da bin ich bei 10, 11 Liter. Das ist aber völlig normal. So. Oh, hinter mir ist ein Bundesverordnung. Krass. So, jetzt ist aber die Frage, rentiert sich das denn nicht eher, dass ich vielleicht eher ein Hotel nehme oder eine Pension? Ich habe dann keinen Hänger. Oder halt. Ja, doch. Nicht oder halt. Ja, Hotel, Pension, doch. Oder halt ein Zelt nehme. Ich bin immer noch ein Freund vom Zelten. Ich mag Zelten zwar nicht ganz so gerne, aber für mich wäre es in Ordnung. Oder eine Hütte mieten. Also ich rede jetzt gerade von Skandinavien. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja? Und bis ich jetzt diese 5.000 bis 7.000 € zusammen habe, ich glaube, das dauert eine ganze Weile. Ne? Ja, von daher, ja, habe ich das Thema, so, ist das Thema Anhänger für mich erstmal gestorben. Interessanterweise seit 2004 bis jetzt 2022, was wir jetzt ja haben, habe ich ja Auto gefahren, ist ja ganz klar. Und es gab exakt null Gelegenheiten, dass ich einen Hänger brauche. So, jetzt muss man auch nicht Gas geben hier. Und ja, von daher, noch ein bisschen Gas wegnehmen. Sehr nette LKW-Fahrer, Dankeschön. Ja, und von daher, ich brauche tatsächlich keinen Hänger. Also ist natürlich die Sache auch, wenn ich jetzt mein Fahrzeug nie in Hängerbetrieb fahre, brauche ich den entsprechenden Führerschein für. Muss ich dafür nochmal 600 € ausgeben? Also ich muss ehrlich gestehen, ich sehe da keinen Grund drin. Ja, was mir auch nochmal gerade kurz eingefallen ist, wenn ich natürlich auch mit dem Pickup-Truck und dem Anhänger fahre, er verbraucht ja nicht nur Sprit, sondern ich muss ja auch, wenn ich das Skandinavien hin und zurück fahre, insgesamt viermal eine Fähre benutzen. Die Fähren, besonders die erste, haben ein Limit, ein Längenlimit von 6 Meter. Mein Pickup-Truck hat eine Länge von 5,38 m. Das heißt, obwohl mein Auto ziemlich groß ist, bezahle ich für ein ganz normales Auto, wie Golf oder ein Fiat Panda oder ähnliches, obwohl mein Auto doppelt so groß ist. Also von der Masse her jetzt, ne? Das finde ich schon mal ganz witzig. Also von daher ist es natürlich die Sache. So, kurz mal wechseln hier. Hui! Ist natürlich die Sache.
muss ich das bezahlen? Möchte ich das bezahlen? Und nee, möchte ich auch nicht. Das heißt, diese Kosten kommen auch noch auf mich zu, neben den Spritkosten natürlich. Und ich weiß nicht, wie ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch nie ein Fahrzeug mit dem Hänger gefahren. Ich weiß nicht, wie das ist, ob das toll ist oder scheiße ist. Aber also, wieso habe ich die Tim Hortons gemacht? Aber ich bin jetzt auch nicht geil darauf, ein Fahrzeug mit dem Hänger zu ziehen. Muss ich jetzt auch nicht wirklich. Ich finde es so ganz schön. Ne? Ich habe einen schönen Pickup-Truck. Ich habe eine relativ große Ladefläche. Da passen etwas mehr als 600 Kilo rauf. Ich kann damit vom Volumen her einigermaßen was transportieren. Natürlich ist es durch die Höhe reglementiert. Ich könnte zwar noch einen Hardtop draufsetzen, dann könnte ich vom Volumen her aber auch ein bisschen mehr mitnehmen. Muss ich aber jetzt nicht machen, kostet mir auch etwa 2200 Euro, wo manche Sachen echt geil aussehen. Aber ich finde einen Pickup-Truck ohne Hardtop schon geiler. Und ich habe halt hinten ein Rollo drauf. Und das ist schon ganz klasse. Ich habe aber noch ein bisschen mehr Platz. Ich habe auch noch Platz hier hinten, na, wo auch noch drei Sitzplätze sind. Die brauche ich aber alle nicht. Ne? Und deswegen, wenn ich jetzt reisen würde, würde ich halt dann da einiges mit sparen. Ja, okay. Das war es erstmal zum Thema verflixter Führerschein. Jetzt habe ich euch ein paar interessante Daten und Fakten gegeben. Und ja, würde mich auf einen netten Kommentar freuen, würde mich auch über ein Like freuen. Also, ich bin jetzt nicht jemand, der mit diesem YouTube-Kanal Geld verdient. Dafür habe ich viel zu wenig Abos. Dieses Video ist ja eher eingebunden auf meiner Enduro-Wandern-Seite. Das ist mein Hauptmedium. Und dieser YouTube-Kanal ist halt nur ein Zusatzmedium. Also, ich werde damit auch kein Geld verdienen. Aber vielleicht ist es interessant auch für andere Leute. Ja, das war es erstmal von mir. Und ich bin auch in 15 Minuten zu Hause. Dann vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Vielleicht gefällt euch das Video. Vielleicht gefällt euch meine neue Frisur. Also ich mag die nicht. Ja, und ja, dann sage ich mal, bis nächstes Mal. Euer Eggy. Ciao.